So, wir wollen dann zur Ruhe kommen und unsere Plätze einnehmen. Und dann wollen wir auf ein Vorspiel hören. Wir wollen unsere Bibelstunde dann im Namen Jesu beginnen und ich grüße Sie mit der Losung des heutigen Tages aus 1. Samuel 3. Der Herr war mit Samuel und ließ keines von all seinen Worten zur Erde fallen. Die Lehrtextworte kommen aus dem Evangelium gemäß Lukas. Wer euch hört, so spricht der Herr, der hört mich. Wir freuen uns, dass Hans-Joachim Eckstein heute Abend in unserer Mitte ist. Das heißt, er ist nicht nur heute Abend in unserer Mitte, sondern er ist schon seit gestern hier im Rahmen der prophetischen Woche. Und wir wissen nun ganz genau Bescheid, also auch ziemlich genau, was in Römer 9 bis 11 steht. Auch den krönenden Abschluss haben wir heute Morgen besprochen. Aber heute Abend soll das jetzt nicht das Thema sein, sondern Hans-Joachim Eckstein hat sich das Thema vorgenommen, und wie es Andreas Schäfer auch am Sonntag sagte, ein typisches Hans-Joachim Eckstein-Thema von der Formulierung her. Conny hat auch so markante Titel und er hat getitelt Hoffende werden täglich jünger. Ja, ihn vorzustellen ist eigentlich nicht nötig. Er hat sich ganz demütig da ins Auditorium gesetzt, aber er wird nachher erhöht werden hier nach vorne. Und er ist Professor für Neues Testament, emeritiert, Tübingen, verheiratet und ist ein ganz feiner Bruder. Also schön, dass du diese Bibelstunde übernimmst und dass du da bist. Wir wollen gemeinsam, bevor wir einige Informationen weitergeben wollen, singen Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit diesem Bekenntnislied von Christoph C. Hintner wollen wir fortfahren. Thank you.
Ja, Hans-Joachim Eckstein ist ja auch als Buchautor tätig und wir haben einige seiner Bücher extra auf einen Tisch rechts, wenn man herausgeht vom kleinen Saal, auf einen Tisch für Sie hingelegt. Da können Sie mal nachschauen. Nicht jedes Buch habe ich gelesen, ich habe etliches gelesen, aber ich kenne den Autor und von daher kann ich es empfehlen, auch die Sachen, die ich nicht gelesen habe. Wir haben heute Nachmittag darüber oder heute Mittag darüber gesprochen, einen ganz besonderen Zugang zum Evangelium der Gnade und der frohmachenden Botschaft. Und das ist so wichtig in einer zunehmend depressiven Zeit, dass wir uns vom Evangelium, von der Gnade und der Güte Gottes auch erfreuen lassen. So ist es ja auch. Wir haben wirklich gute Botschaft. Stimmt's? Jawohl. Gut. Was gibt es noch zu sagen? Am Samstag ist das Männerforum. Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich sage einfach das Thema ohne Kommentar. Zahnmedizin und Glaube, wir bohren bis zum Grund. Irgendwann habe ich da auch mal was von der Pizza gehört. Also um das bisschen, also ist ja klar, was gemeint ist. Also ganz herzliche Einladung. 17 Uhr startet es, kommenden Samstag, 14. Mai. Dann haben wir natürlich wie gewohnt am Sonntag unseren Gottesdienst mit Andrea Schäfer. Und da beginnt ja die Reihe der Essentials, so nenne ich das mal, oder der Basics oder des kleinen ABCs des Glaubens, was uns auf der Lahö wichtig ist, Teil 1 über die Bibel. Also kommenden Sonntag startet diese Reihe und das ist sehr wichtig und sehr grundsätzlich, dass wir uns über die Grundlagen unseres Glaubens und auch speziell der Grundlagen der Langensteinbacher Höhe unserer Sicht, dass wir da mal drüber reden und das auch weitergeben. Dann haben wir am Sonntag noch einen Gottesdienst, Lahö 1800, Gebetsgottesdienst. Dann am Dienstag, den 17.05. um 16 Uhr die Mahlfeier, 16 Uhr. Und am Mittwoch erwarten wir den ehemaligen Generalsekretär der Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb. Wir starten nämlich nächste Woche neben anderen Konferenzen mit der Konferenz Suche der Stadt Bestes. Und da haben wir Hartmut Steeb gleich zu Beginn und er hat auch das Bibelstundenthema so genannt wie das Konferenzthema Suche der Stadt Bestes aus Jeremia 29. Am Samstag, also nicht jetzt kommenden Samstag, da sind Sie ja beim Bohren, beim Auf den Grund gehen, soweit Sie Männer sind. Am Samstag danach haben wir den Tag der Orientierung und da möchte ich doch ein, zwei Sätze dazu sagen. Manche haben gesagt, na, wer ist ein Hermann Binkert? Also Johannes Holmer, der ist der ein oder andere noch bekannt, der da reden wird. Das ist der Sohn von Uwe Holmer. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben von Jan-Josef Liefers. Also einer der Söhne von Uwe Holmer. Johannes Holmer ist selber Pfarrer, ist jetzt dieser Tage 65 geworden. Und er wird zu uns kommen und eben auch aus seiner Sicht, aus dieser ostdeutschen Perspektive und eben auch mit der Erfahrung der 40 Jahre SED-Diktatur-Gesellschaft von der Bibel her beleuchten. Das ist der eine. Und ja, und Helmut Mattis, da ist leider, hat mich heute die Nachricht erreicht, dass es bei ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Sieht so aus, als könnte er nicht kommen. Wir sind noch am Überlegen, wen wir da dafür bitten könnten, aber Hermann Binkert, der hat fest zugesagt und das ist vielleicht der Name, der Ihnen am wenigsten sagt. Hermann Binkert, an dem bin ich gekommen über Peter Hane, denn er ist der Gründer und Chef von INSA Consulare, Meinungsforschungsinstitut INSA. Er war auch mal Staatssekretär in Berlin und für Thüringen und so weiter. Und INSA Consulare, das ist ein Meinungsforschungsinstitut wie Forschungsgruppe Wahlen oder Institut Dein-Allensbach und so weiter. Und das ist sehr, sehr gut. Er wird sehr stark auch von der Welt und so weiter immer wieder zitiert. Und er hat natürlich als gläubiger Christ hier auch über diese Arbeit und über seine politischen Kontakte nochmal einen ganz anderen Blick auf die Gesellschaft und die Probleme, die er damit auch verbunden sieht und was er uns da zu sagen hat. Also ist wirklich ein besonderer Mensch, ein besonderer Mann. Und am Freitagabend, das ist also noch nicht am Tag der Orientierung, da möchte er auch keine Aufnahme, da möchte er ein bisschen über den Einfluss der Medien und die Steuerung der Medien reden. Also ich habe sein Manuskript nicht gesehen, das ist jetzt so, denke ich mal, der Inhalt oder mit der Inhalt, also hochinteressant, denn wir spüren ja alle, dass die Medien eine prägende und vielleicht die entscheidende Kraft in der westlichen Welt oder überhaupt in der Welt
inzwischen geworden sind. Also auch dazu eine herzliche Einladung, überhaupt auch Hinweis auf den Livestream. Das Programm kann man ja mitnehmen, es liegt aus, man findet es auch auf der Homepage. Und in diesem Zusammenhang freuen wir uns auch, dass heute Abend natürlich unsere Online-Zuhörer, Zuschauer da sind und begrüßen Sie ganz herzlich. Das war's. Jetzt wollen wir noch einmal singen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Ja, da singen wir die 4 Strophen. Zum Thema Hoffende werden täglich jünger wollen wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Der Text befindet sich im 2. Korintherbrief, dort im 4. Kapitel, die Verse 7 bis 18. 2. Korinther 4, 7 bis 18. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen,
damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass die Ewigkeit ja mehr noch als nur hineinleuchtet, dass du bei vielen von uns gesprochen hast, in unseren Herzen es werde Licht und dass dein Licht, deine Sonne, dein Sohn aufgegangen ist, dass wir dich schauen dürfen im Antlitz Jesu Christi, deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Barmherzigkeit, deine Gnade. Und wir danken dir, dass du die Frage am Kreuz endgültig beantwortet hast, ob du nicht auch noch etwas Dunkles in dir hast, etwas, was uns ablehnt, etwas, was dazu neigt, uns zu verstoßen, sondern du hast dein Herz gezeigt, dein totales, ein hundertprozentiges Ja, unverbrüchlich. Danke für deine Gnade, danke für deine Liebe, danke für deine Zusagen, auf die man wirklich sein Lebenshaus bauen kann. Und wir danken dir, dass du uns auch heute Abend Lebenszuflüsse geben willst, Freude bereiten willst, uns erquicken möchtest mit deinem Evangelium, mit der Hoffnung von den Dingen, die du für uns bereitet hast, die uns entgegenkommen und die aufs Engste und mit dir allein verbunden sind. Und nun danken wir dir auch für unseren Bruder. Segne ihn, gib ihm Weisheit, Freimut und Vollmacht, dein Wort zu sagen. Und beweg du unsere Herzen und lass uns frei und fröhlich werden in dir. Gepriesen und gelobt seist du, du wunderbarer, treuer Herr. Wir wollen dir auch Helmut Mattis hinlegen. Du weißt um seine Krankheit und das Angefochtensein, das damit vielleicht auch verbunden ist. Trag du ihn hindurch, überhaupt alle Leidenden, die Schmerzen haben, die Verfolgten. Und wir denken auch an die Menschen, im Krieg, unter diesen furchtbaren Verhältnissen. Danke, dass du weltweit mehr tust, als wir bitten und verstehen und dass bei dir niemand vergessen ist, dass du auf deine Weise zu deiner Zeit erstatten und handeln wirst, wie es dir gefällt. Gepriesen seist du. Amen. Ja, darf ich dich bitten? Liebe Geschwister, wir haben einen solchen Schatz in irdenen Gefäßen. Was für einen Schatz! Nun, du hast es eben im Gebet schon angesprochen und Paulus bringt es anschließend in Kapitel 5 noch einmal auf den Punkt, dass der, der einst sprach, es werde Licht, der Schöpfer, noch einmal gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht in Paulus und den anderen Aposteln. Und bei all denen, die das Evangelium von den Aposteln hörte, ward es Licht, wenn sie zum Glauben kamen. Und so kann Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagen, dass wir in Christus eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind.
Wir sind bereits im Glauben neu geschaffen. Durch Christi Liebe, seine Hingabe in Kreuz und Auferstehung, durch sein neues Leben und durch das Aufleuchten in unseren Herzen. Christus ist in uns und wir sind in Christus, ein neues Sein. Und Paulus redet in diesem Kapitel, das wir eben gehört haben, ja zunächst von sich und den anderen Aposteln, aber zugleich eben von allen, die durch die Apostel und ihre Verkündigung zum Glauben kommen. Also das, was grundlegend für die 12 Jünger und die Apostel und Paulus gilt, gilt abgeleitet dann auch für uns und für uns heute. Was ist neu an der neuen Kreatur? Ich meine jetzt nicht die Dinge, die wir durch eigene Inkonsequenz in unserem Leben einschränken, als ein Problem und eine Frage. Wir liebäugeln immer wieder mit dem alten Adam und der alten Eva und insofern leben wir unter unseren Verhältnissen. Und insofern sagen wir, na, ganz neu ist noch nicht alles, weil ich eben noch inkonsequent bin. Und deshalb geht es in diesem Text und uns heute Abend also nicht um die Frage, wo sind wir immer inkonsequent, sondern ein anderer Fokus, ein anderer Lichtblick ist hier, nämlich der zu fragen, wie hat Paulus eigentlich das Christsein, die neue Kreatur in Christus, verstanden? Was ist neu? Und was ist nicht neu? Also nicht unsere Inkonsequenzen, sondern der Glaube selbst. Und wir erleben, dass der Glaube beschrieben wird als ein Leben in einem Spannungsfeld. Also nicht spannungsfrei, sondern voller Spannungen. Biografisch ging es mir so, dass ich selbst mit 15 zum Glauben kam und meinen Glauben so lebte, wie als junger Mann in der Jugendarbeit das eben so ging. Also in der Gemeinschaft hat es Freude gemacht und dann habe ich aus Pflichtgefühl und aus Neugierde Bibel gelesen, meine stille Zeit gemacht, wie das erwartet wird. Ich war Jungschar-Mitarbeiter, also ich war ein fröhlich unbedarfter Christ. Zu extrem habe ich es jetzt nicht gemeint. Ich wusste wohl, dass ich in den Himmel komme, da wollte ich auch nichts dran ändern, aber ich habe es nicht so ganz energisch gemeint. Und dann mit 17 war für mich die Erfahrung, die ich fast verdichten kann in meiner Erinnerung auf eine Woche, vergleichbar mit so einer Woche hier, also mit Geschwistern, intensivem Bibelunterricht, mit Gemeinschaft, auch im kleinen Kreis. Wir sind die ganze Nacht außerhalb der Tagesordnung dann, was wir damals gar nicht durften, gewandert noch bis 3 Uhr morgens, aber nicht um Blödsinn zu machen wie sonst, sondern weil wir es wissen wollten, wie sind wir eigentlich Christen? Was können wir eigentlich tun? Wie können wir unser Leben so entfalten, wie es richtig ist? Und mit 17 kann man ja noch was gestalten, da werden ja noch Weichen gestellt. Und diese Woche war für mich so ein bisschen Himmel auf Erden, so wie einige der Apostel ja Christus ahnen durften oder gar sehen durften. Und ich habe da geschmeckt, da ist viel mehr dran an der neuen Kreatur, der neuen Schöpfung, dem neuen Leben. Ich war ganz erfüllt. Und ich ging nach Hause mit der Erwartung, dass im Unterschied zu früheren Freizeiten, wo man immer ganz aufgetankt hatte und fröhlich war, und dann kam der Alltag und dann war der Tank wieder leer, da dachte ich, jetzt muss doch etwas anders sein. Jetzt habe ich verstanden, dass Christus in mir lebt, die Quelle, jetzt muss doch etwas neu sein. Und zu meiner großen Überraschung waren die Jahre zwischen 17 und 19 nicht Jahre des Triumphes. Jetzt hatte ich so viel verstanden und dachte, jetzt geht's überschwänglich los. Ich habe es ein bisschen so erwartet wie die Korinther, dass sie sagten, also wenn wir jetzt schon richtig glauben und wenn wir die richtige Erkenntnis haben, dann muss das doch mit Geistesgaben so richtig durch die Decke gehen. Und dann gibt es keinen Trübsinn mehr, dann gibt es nur noch Gesundheit und Erfolg und vielleicht sogar die Schulnoten können ein bisschen durch den Heiligen Geist angehoben werden. Der Heilige Geist hat doch damals schon gewirkt, nicht im Römischen Reich hat man doch Griechisch und Römisch gesprochen, nicht also Lateinisch gesprochen. Also dann muss das doch ein bisschen helfen. Und ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt Christsein intensiv leben will,
dann muss doch Begeisterung, easygoing, leichtes Leben da sein, Erfolg. Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass meine Jungschargruppe von den 20 irgendwie mal auf 30 geht, auf 40, auf 50. Ja, also irgendwie muss der Heilige Geist doch was bewirken. Zu meiner großen Überraschung kam nicht der überfliegende Erfolg, sondern es kam das, was ich dann bei kräftigem Bibelstudium identifizierte mit dem Begriff Anfechtung. Anfechtung nämlich als die Erfahrung des Widerspruchs von dem, was ich erkenne, was ich glaube, was mich erfüllt und dem, was in der Wirklichkeit dann erfahrbar wird. Vorher habe ich gar nicht an der Mittelmäßigkeit meines Glaubens gelitten, denn ich war ja selber dran schuld, nicht, dass ich nur mittelmäßig geglaubt habe. Jetzt wollte ich aber doch ernsthaft Christ sein. Und ich wunderte mich, ich hatte nämlich den Eindruck, nicht nur ich erwachte mehr, sondern natürlich, wenn man Zeugnis gibt, wenn man seinen Glauben bezeugt, kriegt man natürlich auch mehr Anfragen, mehr Ablehnung, mehr Ausgrenzung. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Ich dachte, ich hätte mehr Erkenntnis und dafür kriege ich mehr Trübsal und Anfechtung und Irritation. Und so in der Rückschau, die ja immer etwas abgeklärter ist, kann ich sagen, diese Jahre, diese 2 Jahre 17 bis 19, waren eine Zeit der Vorbereitung, der Einübung, des Lernens, ja man kann sagen, des Trainierens. Paulus selbst gebraucht in 1. Korinther 9 das Beispiel des Sportes, nämlich wenn ich etwas erreichen will, dann mache ich das nicht, indem ich Fernsehen gucke und die Füße hochlege und im Feinripphemd dann kommentiere, wie man Fußball richtig spielt, sondern dann kann ich das nur, indem ich selbst trainiere, das heißt mich fordere. Nicht? So wird man sportlich, nicht durch Fernsehen gucken, sondern durch Trainieren. Und ich habe kapiert, dass diese Zeit eine Trainingszeit war. Und ich stellte fest, dass selbst Jesus bei der öffentlichen Wirksamkeit, bevor er 5000 vollmächtig speiste, erst 40 Tage das Hungern lernte und das Treusein im Verzicht. Und dass ich nicht versuchen lassen, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und dafür von Gott abzufallen. Ja, lernte ich, wenn der Sohn Gottes schon sich vor der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und sich bewähren wollte und bewähren sollte, wie viel mehr gilt das für mich? Und ich habe die Psalmen entdeckt und das Buch Hiob und habe festgestellt, dass das Ideal eines Gläubigen, das Ideal eines Menschen, der Gott erkannt hat, in der Bibel ja gar nicht der Überflieger ist, dem alles in den Schoß fällt, sondern im Gegenteil. Die Kraft kommt aus der Bewährung, aus dem Training. Die Erfahrung und Weisheit fällt nicht einfach vom Himmel, sondern sie wird eingeübt. Und ich erinnere mich dran, dass ich mit 19 Jahren zu einer meiner ersten Predigten eingeladen war in einer Bibelschule und ich habe Hiob gelehrt. Und ich guckte mich alle an, die waren doppelt so alt wie ich und habe gesagt, wieso lehrst du mit 19 Jahren Hiob? Du weißt doch gar nicht, was das ist. Doch ich wusste es wohl, weil ich ja 2 Jahre im Trainingslager war und kennengelernt habe, dass die Vertiefung des Glaubens in der Bewährung liegt. Wir wachsen an Herausforderungen und nicht am Weichsein und am Nachgeben. Wenn wir uns hier auf Paulus besinnen, dann hat er eine Spannung in 2 verschiedenen Aspekten deutlich gemacht. Er hat nämlich gesagt, erstens, wir sind schon neue Schöpfung. Wir haben schon Vergebung. Ja, wir haben sogar schon die Rechtfertigung des jüngsten Tages zugesprochen bekommen im Evangelium, sodass Paulus nicht sagt, wir hoffen mal im Gericht bestehen zu können, sondern wir sind bereits gerechtfertigt. Wir sind auch befreit von dem Zwang zu sündigen, sodass wir es einüben können, von all dem in unserem Leben Freiheit zu gewinnen, Abstand zu gewinnen, was unser Leben einschränkt. Wir müssen nicht weiter kompensieren, Ersatzbefriedigungen finden. Wir dürfen schon jetzt die Freiheit erleben, von all dem, was böse und schlecht und lebensabträglich ist in unserem Leben. Das alles ist schon jetzt.
Aber es gibt auch ein noch nicht. Und das noch nicht hat zwei Aspekte. Erstens, wir sind noch nicht im Himmel, sondern noch auf dieser Erde, in dieser Welt. Der zweite Aspekt, wir sind schon neue Kreaturen, aber wir leben jetzt noch, wir wohnen noch im alten Leib. Schon neue Kreatur, schon gerechtfertigt, schon Kinder Gottes, schon das ewige Leben geschenkt bekommen in Christus, aber noch in der Welt und noch im alten Leib. Paulus gebraucht im folgenden Kapitel, Kapitel 5, drei Metaphern, die sehr schön das deutlich machen. Unsere Identität gibt es im Leib, denn wir wohnen in diesem Leib und ohne diesen Leib wären wir nicht. Das ist unsere Identität, solange wir auf dieser Erde sind. Und er gebraucht dann ein zweites Bild. Wir haben noch unsere alten Gewänder an und haben noch nicht die neuen Gewänder, die im Himmel aber schon für uns bereit sind. Denn, und das können die Frauen besser nachvollziehen als die meisten Männer unter uns, das Gewand steht auch für Identität. Und manchmal ist unseren Frauen auch in der Welt, im alten Leib, so das Bedürfnis nachzusagen, dass sie sagen, jetzt wird es mal Zeit für ein neues Kleid und man geht einkaufen und man verbindet etwas, weil Kleider stehen auch für Identität. Nicht? Bei manchen Männern gilt das auch, aber manchmal auch negativ. Nicht? Also, dass man dann die Kleider erkennt, alles kann da nicht in Ordnung sein. Nicht? Und das Dritte, das ist das Haus, das wir haben, unsere himmlische Wohnung und unsere irdische Wohnung. Und das ist ganz spannend, weil wir das nachvollziehen können, auch psychologisch. Nicht in unserem Leib sind wir zu Hause, in unseren Kleidern, das ist die zweite Sphäre. Und das dritte, unsere Wohnung. Das merken wir dann immer, wenn in unserer Wohnung einer einbricht oder etwas durcheinander kommt. Nicht, das tangiert uns. Man könnte sagen, naja, dann kaufen wir es halt neu. Aber wir leben in dem Bereich. Das gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. Und insofern Leib, Kleidung, und Haus sind Metaphern für unsere Identität, für unser Ich, für unsere Geborgenheit. Wir sind noch in dem alten Haus, in der alten Wohnung. Wir sind noch in den irdischen Kleidern und Gewändern und wir sind noch in dem irdischen Leib. Diese Begrenzung gilt. Und wir sind noch auf der Erde. Wir sind noch nicht im Himmel. Und das ist so wichtig, weil die Korinther nämlich, wie ich es auch als junger Christ erwartet habe, dachten, wenn wir doch neue Kreaturen sind und wenn wir schon im Glauben leben, dann muss doch alles neu sein. Also auch ich selbst, dann kann ich ja nicht mehr krank werden, denn ich bin ja schon neue Kreatur. Und dann muss es ja auch so sein, dass dann in der Welt alles zum Besten läuft, in meiner Umgebung. Und diese Frömmigkeit der Korinther ist heute auch gerade bei engagierten und jungen Gemeinden anzutreffen, dass sie nämlich im Überschwang und in der Schwärmerei das noch nicht vergessen und das schon jetzt überbetonen, das schon jetzt gilt für die Rechtfertigung, für den Glauben, für die Liebe und für die Hoffnung und es gilt auch für unser neues ethisches Leben. Schon jetzt sind wir frei von dem Zwang zu sündigen. Es gilt für die Heiligung. All das gilt schon jetzt. Aber nicht, dass die Welt nicht mehr wäre und dass unser alter Leib nicht mehr wäre. Und so gibt es auch heute die Vorstellung, dass man die Welt vergisst, vernachlässigt. Warum dürfen wir die Welt nicht vernachlässigen? Nun, erstens einmal sind wir in ihr noch verfangen. Und das ist vor allen Dingen dann, wenn wir Christen sind und leben engagiert. Paulus hat es erfahren, er ist verfolgt worden. Er ist verfolgt worden, nicht trotz seines Glaubens, sondern gerade wegen seines Glaubens wurde er bedrängt. Und so darf es uns nicht irritieren, wenn wir unseren Glauben überzeugend leben. Und zwar müsst ihr den gar nicht polemisch leben oder aggressiv leben, sondern ihr könnt ihn ganz liebevoll leben und ganz menschenfreundlich leben. Und werdet überrascht sein, dass trotzdem Distanz und Misstrauen und Widerstand euch begegnen. Und wir leben, wie muss man das jetzt gerade sagen, in einer Welt, die noch von Krankheiten befallen ist,
in einer Welt, die noch von Krieg befallen ist und bedroht ist. Nicht, das ist vielen von uns in den letzten 2,5 Jahren ja deutlicher geworden als in ihrem ganzen Leben vorher. Wir leben noch in dieser alten Welt. Jesus hat es bei Johannes ganz entsprechend, wie Paulus es aufnimmt, gesagt. Die Seinen, für die er in Johannes 17 bittet, und da gehören wir dazu, die Jünger damals und die, die durch sie zum Glauben kommen, die sind nicht mehr aus der Welt, aber sie sind noch in der Welt. Und Jesus sagt, Vater, ich gehe jetzt zu dir, dann bin ich nicht mehr in der Welt, dann hat er gesiegt und überwunden. Sie aber sind in der Welt. Und Jesus sagt sogar, ich bitte dich nicht, erlöse sie aus dieser Welt, denn sie haben ja noch eine Aufgabe, ich sende sie ja in der Welt. Aber bewahre sie in der Welt. Wir leben also in einer unerlösten Welt. Und das ist eine Spannung. Und das Zweite, wir leben auch als Christen noch in unserem alten Leib. Denn der alte Leib soll nicht in den Himmel kommen, da kriegen wir einen neuen. Und so mag es sehr wohl sein, und das will ich auch nicht runterspielen, das ist auch eine Herausforderung und Verantwortung für Christen, dass wir natürlich Verantwortung für unseren alten Leib, für unsere Gewänder auf dieser Erde, für unsere Wohnung haben. Und ja, es stimmt, es ist überhaupt keine Frage, dass wenn jemand im Glauben lebt, wenn jemand die Erfahrung der Versöhnung, der Vergebung macht, wenn jemand vor allen Dingen die Erfahrung macht, ich bin ja gewollt, ich bin ja geliebt, Gott hat mich gewollt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dann gibt es eine Heilung für Leib, Seele und Geist. Das heißt also, natürlich gibt es Heilungen, und zwar von körperlichen Krankheiten durch Gebet, unter Gebet. Aber generell gilt das, dass Heiligung Menschen in der Tat, auch im alten Leib schon, fröhlicher macht und zuversichtlicher. Und so habe ich schon nach den Jahren sehr alte Christen kennengelernt, die strahlten eine Jugendlichkeit aus, weil sie eben ganz erlöst und geliebt und zuversichtlich waren. Und ich habe viele junge Menschen getroffen, die sahen aus wie 90-Jährige, weil sie so traurig waren. Nicht? Also, damit wir uns richtig verstehen, ja, der Glaube ändert etwas an der Welt, wenn wir darin leben, und der Glaube ändert auch etwas an unserem Leib. Aber das ist quasi ein Nebeneffekt. Das Evangelium ist nicht, du musst glauben und dann kannst du nicht mehr krank werden. Oder wenn du krank wirst, dann musst du beten und alle Kranken, für die man nur genug betet, die werden dann auch gesund. Nicht, das ist gar nicht die Verheißung, sondern die Heilung innerhalb dieses Lebens im alten Leib ist wie bei Lazarus schon die Totenauferweckung ein Zeichen, nämlich für die endgültige Auferstehung und den neuen Leib. Wir haben, das muss man deutlich sagen, nicht die Verheißung der Unsterblichkeit des alten Leibes. Und man versucht ja jetzt Wege zu finden, nicht durch bestimmte Wässerchen oder Kräuterchen oder durch Meditationen und Sportarten das Leben zu verlängern. 120 muss ja mindestens drin sein. Jetzt fängt man an zu überlegen, kann man das nicht so kombinieren, dass man dem alten Leib dann noch ein bisschen Elektronik zugibt, nicht, und ein bisschen Hardware und Software nachfüttert. Und vielleicht können wir dann nochmal 20 Jahre dran machen, nicht. Und dann ist das eine gruselige Vorstellung, nicht, dass wir am Schluss also lauter 200-Jährige haben, die irgendwo rumröcheln an Apparaten, nicht, als wäre das ein Ersatz für das ewige Leben. Nein, wir haben nicht die Verheißung der Unsterblichkeit, sondern des ewigen Lebens. Aber woher nimmt dann Paulus diese Zuversicht, von der er spricht? Dass er nämlich sagt, wir sind zuversichtlich, wir sind getrost. Es ist die Kunst der Apostel und der ersten Christen, dass sie ganz wahrhaftig die Wirklichkeit dieser Welt gesehen haben, ohne Beschönigung. Und wussten, da gibt es Drangsale, Trübsale und Not und Schwierigkeiten. Wir leben noch nicht in einer erlösten Welt. Es gibt Feindschaft, es gibt Widerstand, es kann Krieg geben, Epidemien, Not, Teuerungen. All das wird uns ja in der Apokalyptik auch gesagt, damit wir vorbereitet sind und nicht überrascht sind, das kann uns treffen. Aber die haben zugleich mit der Realität gelebt,
die Gott ist und Gott gibt. Und so möchte ich euch einladen mit Paulus, ich könnte auch den Hebräerbrief nehmen und viele andere Schreiben des Neuen Testamentes, eine Spannung zu erkennen, die uns Orientierung gibt. Es gibt einerseits unsere verfügbare, erfahrbare, sichtbare Welt. Und es gibt unseren verfügbaren, sichtbaren Leib, in dem ihr mich jetzt hier seht und hört. Das ist die erfahrbare Wirklichkeit. Und wenn wir uns bei der Begrüßung gefragt haben, wie geht es dir, haben wir spontan vermutlich geantwortet, aus unserer Wirklichkeit heraus. Dass wir sagen, mir geht's gut, denn ich war jetzt gerade ein paar Tage hier, das Wetter war schön, die Predigten konnte man überstehen, die Küche hat alles wieder gut gemacht, was die Prediger nicht so gut hinkriegten. Nicht? Also mir geht es gut, so erlebe ich es gerade. Nicht? Wenn aber jemand von zu Hause kommt, hat blöde Post gekriegt, Krach mit dem Nachbarn bekommen, nicht? Oder irgendeinen anderen Ärger, dann wird er sagen, ach, das war ein furchtbarer Tag. Nicht? Das heißt, unsere Erfahrung, die wir momentan haben, ist unsere Wirklichkeit, von der wir uns verstehen. Aber die sichtbare Wirklichkeit, der momentane Augenblick, ist ja nicht das Ganze. Nicht? Wir sagen immer, was gerade ist, was wir gerade fühlen und erfahren. Dabei gibt es eine Geschichte, aus der wir kommen, und es gibt eine Zukunft, in die wir gehen. Und wenn man einen alten Menschen fragt, wie geht's dir denn? Ja, ich bin so alleine, ich bin so einsam, mir fällt die Decke auf den Kopf, mir geht's furchtbar, mir tut alles weh. Ja, der einsame Mensch definiert sich ganz aus seinem abgeschlossenen Raum. Und letzte Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen, nicht? Ich muss schon den ganzen Tag schlafen, damit ich nachts nicht schlafe. Ich merke gar nicht, dass das ja miteinander zusammenhängt, nicht? Das heißt, er ist ganz verfangen in seinen Problemen, ganz in seinem Ich verfangen. Aber es gibt etwas außerhalb des Augenblicks, außerhalb meiner Erfahrung und der Sichtbarkeit. Ein Beispiel, das ich gerne erzähle, weil es mich besonders beeindruckte. Und da wir gerne Urlaub in den Bergen machen, erfahren wir das immer wieder. Ich erinnere mich daran, eine Skifreizeit als Student einmal begleitet zu haben mit Bibelarbeiten. Leider konnte ich nicht Skifahren, ich musste Sprachen lernen. Also es war eigentlich ein Arbeitsurlaub. Aber ich habe das Beste draus gemacht. Wir waren in Wengen und da kann man ja im Berner Oberland wunderschön dort wandern. Und ich war auch ganz alleine, alle fuhren Ski und ich hatte dann die ganze Aussicht für mich und ging dann mit meinen Vokabelkärtchen. An einem Morgen aber war es ein furchtbares Wetter. Es war nass, kalt, neblig, trüb. Und ich guckte aus dem Fenster und sag, ach du liebe Güte, was für ein Tag, was für eine Wirklichkeit. Soll ich mich wirklich rausquälen? Und ich war nah dran zu sagen, man kann doch auch im Bett irgendwie Vokabeln lernen, nicht? Dann hat man zwar immer 2 Stunden Schlaf zwischen jeder Vokabel, aber nicht. Ich wollte also nicht raus. Aber irgendwie hat doch das Gute in mir gesiegt und ich habe gesagt, Nebel hin oder her, gut, frische Luft tut gut, auch wenn sie feucht und kalt ist, geh mal raus. Und ich trampelte also total willensbestimmt und vernunftbestimmt dort durch den Schnee das Dorf hoch in Richtung Kleine Scheidegg. Und plötzlich war es nicht mehr ganz so dunkel, sondern es kam so ein blauer Schimmer. Und ich ging etwas beschleunigt weiter und dann wurde es plötzlich golden. Und dann ging ich noch schneller und dann merkte ich, ich komme aus den Wolken raus und was ich dann sah, verschlug mir die Sprache und alles. Es war ein Wolkenmeer, golden in der Sonne, Eigermönch, Jungfrau, das ganze Berner Oberland war dort zu sehen. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Und ich dachte sofort an Paulus, an den Hebräerbrief und all die Christen im Neuen Testament und dachte, jetzt weiß ich, was sie meinen. Was war Realität, als ich unten im Zimmer durch die Scheibe guckte und sagte, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Was war Realität? Die Realität war, dass die Sonne längst aufgegangen war und strahlte. Ich habe gesagt, das ist ein Tag ohne Licht und Sonne und Freude. Ja, in meiner Situation, in meiner momentanen Wahrnehmung, war es ein verhunzter Tag, der es nicht lohnte, ihn zu leben. Aber ich war beschränkt in meiner Wahrnehmung.
Und ich musste nur die Perspektive ändern. Ich musste nur 2 Kilometer dort den Weg hochgehen, also nicht 2 Höhenkilometer, nicht, es genügte leichte Steigung, nicht. Und plötzlich hatte ich eine Realität und für mich wurde eine Realität Wirklichkeit. Und ich war zuversichtlich erfreut. Es war der schönste Tag. Und ihr merkt es, wie ich begeistert erzählte, nicht nur für diese 2 Wochen, sondern ein Merkmal, dass ich mein ganzes Leben als ein Wegweiser habe. Das ist das, was das Neue Testament sagt, wenn es sagt, wir leben in unserer Wirklichkeit. Die können unsere Augen sehen, die kann man begreifen, die ist verfügbar, die ist im Hier und Jetzt gerade da. Aber es gibt viel mehr als unsere Wirklichkeit, nämlich die wahre, bleibende, ewige Realität. Wenn wir Ewigkeit sagen, dann denken wir wahrscheinlich an das, was vor der Schöpfung war und vor allen Dingen an das, was nach dem Abschluss der Schöpfung, also nach der Wiederkunft Christi sein wird. Das heißt, wir sehen Ewigkeit immer jenseits der Vergangenheit und jenseits der Zukunft. Ewigkeit war, ist und wird sein, immer, in jeder Zeit. Das heißt, der Gott und der Himmel, auf den wir zugehen, den wir einmal sehen werden, und dann werden wir noch viel überwältigter sein als Eckstein in Wengen vor der kleinen Scheidegg. Nicht, dass wir sagen, wow, hätten wir das gewusst. Es ist ja noch viel schöner, es ist ja noch viel größer. Dann hätten wir die ganze Zeit anders gelebt. Ja, ich verrate euch was, es ist schon so schön. Denn der ewige Gott, der ewige Himmel, er ist schon da. Und wenn ihr 2. Korinther 5 anschließend lest, wo Paulus weitermacht und von dem neuen Leib spricht, da sagt er, wir wissen, dass unsere Wohnungen schon bereitet sind, dass unsere Kleider dort oben schon bereit hängen. Das neue Jerusalem ist schon im Himmel, es muss nur noch uns offenbart werden. Glaube ist für das Neue Testament nicht Verdrängung von Wirklichkeit und nicht Beschränkung auf das, was ich hier auch selber kann, sondern Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist wahres Christsein. Im Glauben wachse ich über mich selbst hinaus. Denn ich verstehe mich nicht von dem her, was ich gerade an Kälte, Dunkelheit und Nässe fühle. Und ich sage nicht, dieser Tag ist verdorben, so fühlt er sich an. Sondern im Glauben rechne ich mit der himmlischen Welt, rechne ich mit der Existenz Gottes. Ich weiß, dass er lebt, ich weiß, dass er mich liebt. Und wenn mich irgendjemand in der Firma fertig macht oder ein anderer komisch anmacht im Supermarkt oder im Straßenverkehr einer sich daneben benimmt, dann verstehe ich mich nicht von der momentanen Wirklichkeit her, sondern im Glauben verstehe ich mich von Gott her. Ich bin vollkommen geliebt. Lass den doch hupen, bis er selbst erkennt, dass er von Gott geliebt ist. Nicht? Muss mich doch nicht aufregen, wenn der das Brüllen anfängt. Nicht? Im Glauben wachse ich über mich selbst hinaus. Der Glaube schaut, und das ist ein Widerspruch in sich selber, der Glaube schaut nicht auf das Sichtbare. Der Glaube schaut auf das Unsichtbare. Ihr merkt, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, das ist unlogisch, nicht? Also wie kann der Glaube denn schauen auf das Nichtsichtbare? Das ist die Frage, was fokussiere ich? Was schaue ich an? Woher verstehe ich mich? Wo blicke ich hin, um mich zu orientieren? Dasselbe passiert in der Liebe. In der Liebe habe ich plötzlich den Blick von mir selber weg. Es geht nicht nur um meine Wehwehchen, sondern ich blicke auf einen anderen. Ich lasse mich auf eine andere Person ein. Ich konzentriere mich auf eine andere Person. Habt ihr das schon erlebt, dass ihr so den Eindruck hattet, irgendwie, ich bin nicht so glücklich und es klappt nicht alles so und es sollte alles besser werden und ihr wart mit euch unzufrieden. Und dann hattet ihr eine Begegnung, vielleicht mit einem Menschen, der euch wirklich brauchte. Und ihr habt euch eingesetzt und habt ihn geliebt und plötzlich waren all eure Probleme weg und eure Wehwehchen waren ganz klein. Da kommt ein Freund und sagt, du, ich habe Krebs. Und du schämst dich.
Nicht? Du schämst dich, dass du dich über Kleinigkeiten geärgert hast. Nicht? Ich fühle mich heute nicht so gut. Ich habe ein bisschen Kopfweh, was für ein blöder Tag. Und einer hat echte Probleme. Und wenn ich in der Liebe mich um andere kümmere, in der Fürsorge, dann wachse ich aus mir raus, über mich hinaus, denn ich verstehe mich nicht von meinem Hier und Jetzt her. Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Ich bin ganz in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das Dritte ist ja die Hoffnung als Säule unserer christlichen Existenz. Die Hoffnung, das ist das, was hier bestimmend ist. Das ist das Faszinierende. Lange Zeit hat man gesagt, Hoffnung ist doch nur Ablenkung von der Gegenwart, Ablenkung von der Welt. Man vertröstet die Leute mit dem Himmel und lenkt sie damit von dem Hier und Jetzt ab. Wer in der Hoffnung lebt, wer sich auf den Himmel freut, der verpasst sein Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Und zwar nicht nur im streng religiösen, nicht nur im christlichen Sinn, sondern man kann es auch ganz unabhängig vom Glauben erklären. Ein Mensch, der plötzlich Hoffnung bekommt, Zusage, Perspektive, der lebt auf, denn es tut sich ein Fenster auf und er kann wieder hoffen. Hoffnung ist das, was wir brauchen. Und Hoffnung ist das, was so vielen jungen Menschen in den letzten Jahrzehnten fehlte. Und warum sie sich so schwer taten, sich etwas zuzutrauen und mutig ins Leben zu gehen. Ich habe viele junge Menschen getroffen, die waren viel älter als ihre Großeltern, weil sie keine Hoffnung für sich hatten, keine Perspektive. Und dann konnten sie sich gar nicht richtig entfalten. Wer sich auf etwas freut, für den ist der Ärger nur noch halb so schlimm. Denn Hoffnung relativiert das Klein-Klein des Alltags. Und wer sich auf etwas freut, der ist hoch motiviert. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr auf ein Fest zugeht, wenn ihr auf einen Urlaub zugeht, auf den ihr euch freut, wenn irgendetwas vor euch liegt, auf das ihr zulebt, dann in der Tat lebt ihr auf. Und das Faszinierende an der Hoffnung ist, dass die Wirkung eintritt, bevor die Ursache da ist. Vorfreude wirkt nämlich schon, obwohl das, worauf du dich freust, ja noch gar nicht eingetreten ist. Also ich selbst habe das, nicht, dass ich Philosoph gewesen wäre, aber ich war auf Geschenke aus, als Kind gelernt. Nicht? Ich habe gelernt, ich freue mich auf Weihnachten und der ganze Advent war für mich schon toll. Nicht? Ich will jetzt nicht sagen, der Advent war schöner, Vorfreude ist die schönste Freude, das ist ja nur, wenn man enttäuscht wird. Nicht? Also bei mir war es so, dass ich Weihnachten immer noch mal mehr genossen habe, sodass die Vorfreude echt war und dann das nächste Jahr auch wieder kam. Denn Vorfreude lebt ja von der Erfüllung. Aber das Faszinierende ist, dass die Vorfreude selbst schon Kraft freisetzt, Zuversicht gibt. Und so drückt es Paulus aus und sagt, wir leben spannungsreich. In Glaube, Liebe und Hoffnung leben wir spannungsreich. Ganz in dieser Wirklichkeit der Welt und unseres Körpers. Und das wird auch nicht schön geredet. Christen müssen nicht dann noch in der Altersresidenz zum 90. Geburtstag mit Bob Dylan singen Forever Young. Nicht? Das glaubt ihnen dann doch keiner mehr, wenn sie eine alte Lederjacke dann noch einmal auf Rocker machen. Wir bleiben immer jung. Nicht? Und dann muss man auch im Altersheim nicht jetzt die Rollatoren wieder zu Motorrädern umbauen. Nicht? Das geht dann auch schief an der letzten Kreuzung. Nicht? Also man muss es ja nicht übertreiben. Nicht? Aber die Hoffnung macht jung, indem sie die Wirklichkeit ernst nimmt und akzeptiert. Ja, wir leben in einer Wirklichkeit, die unerlöst sind. Ja, wir leben noch in unserem alten Leib. Aber es ist etwas anderes, ob wir sagen, jetzt werde ich depressiv, mir kneift das Knie, oder wenn ich sage, das Knie kneift, richtig, es gibt ein ewiges Leben, ich werde an meinen neuen Leib im Himmel erinnert. Paulus bringt es so schön auf den Punkt. Er sagt, ja, es stimmt. Was die Welt angeht, geht es abwärts. Und ich frage mich, warum treffe ich so viele Christen in den letzten 3 Jahren, die immer nur klagen? Es ist so alles furchtbar. Es ist ganz schrecklich. Ich bin total entsetzt und enttäuscht. Und ich sage immer, wieso hast du keine Bibel gelesen? Wenn die Bibel gelesen hätte, wärst du nicht enttäuscht. Würdest du sagen, ja okay, so ist es. Nicht? Also Christen, die jeden Morgen die Welt neu untergehen sehen, die sollten einfach einmal die Bibel lesen. Und dann wissen sie, die geht sowieso die ganze Zeit unter.
Und dann können Sie sagen, ja, und was ist jetzt die Verheißung in der untergehenden Welt? Und dann sind Sie schon viel zuversichtlicher. Nicht? Wenn Leute immer klagen, ich werde älter. Ja, natürlich wirst du älter. Was erwartest du? Willst du den alten Leib im Himmel haben? Nicht? Also den Schönen unter euch kann ich sagen, er wird sehr ähnlich sein zu eurem jetzigen. Alle anderen tröst ich, verzage nicht, wenn du in den Spiegel schaust. Es gibt eh neue Klamotten, es gibt eh ein neues Gesicht und was immer du da oben rasierst oder schminkst, du wirst begeistert sein. Es ist durch Gottes Hand gemacht und nicht durch Menschenhand verdorben, nicht? Also freu dich einfach. Und Paulus sagt, es ist eine ablebende Welt. Jawohl, es stimmt. Und wenn wir sagen, es wird immer schlimmer, dann sagt die Bibel, ja, hat euch Christus doch gesagt. Nicht, jetzt glaubt's ihm doch mal. Und wir werden älter. Ja, das stimmt. Wenn wir 70 sind, sind wir nicht mehr 7. Vollkommen richtig. Der Alterungsprozess beginnt in der Stunde deiner Geburt. So viel Zukunft hast du nie mehr wie bei deiner Geburt. Ja, dann lebe dein jeweiliges Alter. Unser äußerer Mensch, er verdirbt, sagt Paulus, er nimmt ab. Er wird älter. Da ist die Zeit vorgegeben. Aber, und das ist jetzt der Hammer, unser innerer Mensch wird täglich erneuert. Christen leben, und das ist vom Alten Testament her nicht selbstverständlich, denn in der Apokalyptik wird es anders beschrieben. Christen leben nicht nur in einer ablaufenden Geschichte und hoffen, so Apokalypse, denkt an Daniel, an Offenbarung, wobei bei Offenbarung des Johannes im Neuen Testament es anders ist schon. Nicht nur in einer ablaufenden Geschichte und sagen, irgendwann geht es dann gut wieder weiter, sondern mit Christus hat die anlaufende Geschichte schon begonnen. Das heißt, noch nimmt die Welt ab, noch nimmt der eigene Leib ab, wir werden älter. Aber der Neubeginn hat schon begonnen. Die Auferstehung Jesu war Gottes Beginn der Neuschöpfung. Und die wird sich durchsetzen und immer mehr entfalten. Die Neuschöpfung für dich persönlich hat begonnen. Im Augenblick des zum Glauben Kommens hat Gottes Geist in dir das neue Leben, das ewige Leben bereits begonnen. Und das wächst und soll sich entfalten, soll deine Wirklichkeit, deinen alten Leib immer mehr erfüllen. Aber das Ziel ist nicht, dass dann der alte Leib in den Himmel kommt, sondern du dann einen neuen bekommst. Der äußere Mensch nimmt ab, der innere wird täglich erneuert. In Römer 13, Vers 11, ich hatte das erst Jahrzehnte später wahrgenommen, argumentiert Paulus zu den Römern faszinierend. Er sagt, ihr Römer, es wird Zeit, dass ihr endlich mal aufwacht, dass ihr aufsteht. Denn es ist der Augenblick der Erlösung für euch, jetzt schon viel näher als damals, als ihr gläubig wurdet. Was ist das für eine Argumentation? Ihr seid zwar älter geworden nach Jahren in eurem alten Leib, was die Hoffnung angeht, seid ihr aber jünger geworden. Ist das nicht ein Trost für euren nächsten runden Geburtstag, nicht wenn eine Null hinten steht, zu sagen, jetzt bin ich 10 Jahre älter, halt, das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, ich bin 10 Jahre näher an meiner Vollendung. Einiges habe ich schon hinter mich gebracht, das muss ich nicht nochmal machen. Nicht? Wie war das mit dem Zahnarzt? Nicht? Also, es gibt Dinge, die hat man hinter sich. Ich wollte nicht alle Ausbildungen und Prüfungen noch einmal machen meines Lebens. Wir haben einiges schon hinter uns. Wir sind näher am Tag der Erfüllung. Und deshalb dieses etwas herausfordernde Thema, Hoffende werden immer jünger. Denn das, worauf ich hoffe, kommt ja täglich schneller, ist näher da. Und so habe ich als kleines Kind den ersten Advent mit der einen Kerze schon zuversichtlich betrachtet, aber ich fieberte den 2 Kerzen, den 3 Kerzen, den 4 Kerzen entgegen. Und wenn Heiligabend war und wir dann fibbelig irgendein Gesellschaftsspiel machten und immer auf die Uhr guckten, wann ist es denn endlich soweit, dann wurden wir immer jünger, lebendiger und ungeduldiger, weil wir immer näher am Ziel waren. Was ist der Glaube, wie ihn das Neue Testament ideal beschreibt? Nicht Weltvergessenheit, und nicht die Illusion, dass alles heile Welt wird in meiner Umgebung. Nicht, dass wir immer jünger werden, immer dynamischer und immer toller, immer erfolgreicher. Ich musste erst
den Misserfolg lernen, bevor ich demütig mit Erfolg umgehen konnte. Denn Erfolg ist viel gefährlicher für Christen als der Misserfolg, nicht? Man stolpert über Misserfolg nicht so schnell wie über Erfolg, nicht? Wir wachsen in diesem Leben, aber das Entscheidende liegt vor uns. Wir leben ganz in der Wirklichkeit mit beiden Füßen auf dem Boden. Aber wir leben ganz aus der Realität der Ewigkeit, die jetzt schon da ist, dass ich mich von Gott her verstehe und nicht von Menschen, die mich abwerten. Wir leben ganz aus der Realität der Liebe, dass ich mich von Gott und seiner Liebe her verstehe und dann sogar meine Feinde lieben kann, weil Gottes Liebe überfließt und ich mich nicht auf Feindschaft und anderes konzentriere. Und wir leben ganz in der Hoffnung. Das Eigentliche liegt noch vor uns. Und es mag euch zunächst so klingen, als wäre das ein bisschen ein Abfertigen, wenn Paulus sagt, unsere Trübsale sind vergleichsweise gering. Und wenn man das einem anderen sagt, der angefochten ist, dann kann das auch schnell ein bisschen lieblos rüberkommen. Aber hier spricht ja Paulus von sich selber. Paulus durfte einmal Christus sehen vor Damaskus. Damit hat er den ganzen Himmel im Angesicht Jesu Christi gesehen, die ganze Liebe Gottes gesehen, alles, was Christus für ihn getan hatte. Er hat den ganzen Himmel schon sehen dürfen. Und dann wurde ihm gesagt, jetzt geh hin und verkündige das. Und wann immer Paulus leiden musste, wenn er krank war, er hatte einen Pfahl im Fleisch, er sagt nicht was, es war eine seelische Krankheit, eine körperliche Krankheit, dann dachte er an die Herrlichkeit, die er schon ahnen durfte und die ihn erwartet. Und dann, wenn wir diese Herrlichkeit in den Blick nehmen, die uns hier versprochen wird und die du vielleicht auch schon in Augenblicken erahnen durftest, also nicht, dass du Visionen hättest oder Christus dir begegnet ist, aber es mag ja Augenblicke gegeben haben, wie wir es mit 17 gibt, wo ich sagte, wenn Himmel so ist, dann kann ich mir vorstellen, dann muss ich es nicht mal mit zweimal nehmen, um zu sagen, dass es sich lohnt. Ich war neulich in einer größeren Veranstaltung mit anschließender Diskussion und dann wurden Fragen aufgeschrieben und gestellt und eine Frage war, wird es uns im Himmel nicht langweilig werden? Und dann habe ich spontan geantwortet, dass, weil es kommt ja manchmal so, dass man redet, bevor man denkt und dann sich selber zuhört und es mitschreibt, nicht? Dann habe ich spontan geantwortet, wer die Sorge hat, dass es im Himmel mal langweilig wird, der war noch nie verliebt und noch nie glücklich. Denn das Glück und die Liebe kennen keinen Überdruss und sie kennen keine Langeweile. Bei echter Liebe und bei echtem Glück sagt man nur eins, würde es doch ewig währen. Und insofern sollten wir uns gegenseitig immer wieder trösten und ermuntern mit Paulus. Die Herrlichkeit ist schon da. Die Sonne scheint schon. Dass dein Tag dunkel ist, liegt an den Wolken. Und wir sollten natürlich uns gegenseitig auch in dem Leiden an der Welt und an der Irdigkeit und der Vergänglichkeit unseres Körpers begleiten und verständnisvoll begleiten, aber zugleich im Blick haben. Im Glauben verstehe ich mich von Gott her, in der Liebe von seiner Liebe und in der Liebe für andere Menschen. Und in der Hoffnung antizipiere ich, nehme ich vorweg schon die Erfüllung. Und dann werden wir erleben, dass wir zwar in irdenen Gefäßen diesen Schatz haben, aber dass wir in den irdenen Gefäßen einen Schatz haben, einen ganz riesigen. Und das ist etwas, was wir lernen können, was wir einüben können. Wir können es einmal theoretisch verstehen und dann will es aber eingeübt sein. Und bevor ich anfing zu predigen, hatte ich diese 2 Jahre, wo ich immer wieder fragte, was ist das denn jetzt eigentlich? Weil es darum ging, das einzuüben. Denn wir können andere nur mit dem Trost trösten, mit dem wir selber getröstet wurden von Gott. Also, liebe Geschwister, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber wir sehnen uns danach, endgültig Christus zu erkennen, ganz bei ihm zu sein. Und das gibt uns die Kraft, schon hier und jetzt in ihm zu sein und nichts anderes zu wollen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal wieder. Und dann kann ich von heute, von hier vorne an gucken, ob ihr gehofft habt.
Das sehe ich nämlich an euren Augen, ob ihr jünger geworden seid um ein Jahr oder ein Jahr älter. Lasst uns nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Und damit leben wir ganz in dieser Wirklichkeit. Mit dem Herzen im Himmel, mit den Füßen auf dem Boden. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir wissen gar nicht, wie wir dir danken sollen. Dafür, dass du die Herrlichkeit, die du ja längst hattest bei deinem himmlischen Vater, aus Liebe verlassen hast. Du bist aus dem Himmel durch die Wolken zu uns in diese dunkle Welt gekommen. Und du hast die Liebe deines Vaters verkörpert, reflektiert, gelebt und verkündet. Und du hast sie gelebt bis hin zum Leiden am Kreuz. So sehr haben der Vater, so sehr hast du diese Welt geliebt, dass du dich selbst für uns gegeben hast. Und nun dürfen wir in dir die Realität deines Vaters, die Realität eurer Liebe schon hier gewiss haben. Wir sind von dir gewollt, Herr Jesus Christus. Und wir werden von dir erwartet in den himmlischen Wohnungen, die du vorbereitet hast. Und so wollen wir nicht auf unser Leid schauen, sondern auf dich. Wir wollen uns nicht vom Ärger her verstehen, der Ablehnung, der Feindschaft, der Mühsal, der Krankheit, der Schmerzen, sondern wir wollen uns von dir her verstehen. Und dann, wie Paulus, bereit sein, nicht einfach nur im Kämmerlein uns einzuschließen und zu warten, sondern hinauszugehen, um es mit anderen zu teilen. Lass uns mit anderen Christen es teilen, lass es uns in die Welt hinein bezeugen. Auch wenn andere die Sonne noch nicht sehen können vor lauter dunklen Wolken, wir dürfen sie reflektieren. Und so haben wir in unseren Herzen, so zerbrechlich sie noch sind, einen unglaublichen Schatz. Deine Liebe, dein Leben, deinen Heiligen Geist. Danke dafür. Amen. Wir können ein Lied der Hoffnung singen, entweder aus Lied 330 oder aus dem Herzen oder an der Leinwand. Herr, du gibst uns Hoffnung. Oh,
Zum Abschluss des Segen lade ich ein, aufzustehen. Sorget euch um nichts.